Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Horizon, befinden uns hier in der Stadt und möchten einmal, ich überlege gerade, wo wir hin wollen. Hier gab es eine Mission, die nehmen wir gerne auf. Es ist über uns. So, wir können das Kartenspiel spielen. Oder ich weiß nicht, was es für ein Spiel ist, ob das ein Kartenspiel ist oder etwas anderes. Aber da wird es gehen. Wir haben hier ein... Okay, das haben wir hier. Hier ist dann noch eine Werkbank. Und wir gucken uns mal, was sie hat. Ui. Können wir uns noch nicht leisten. Auch das noch nicht, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr gerne. Outfits, ja, auch interessant. Das brauchen wir. Ich weiß nicht, ob einmal reicht. Wir nehmen zweimal mit. Okay, wir brauchen noch eins. Okay, dann kriegen wir das hier nicht her. Wir begeben uns mal unten zu der Mission. Da sind wir gerade zufällig drüber gestolpert. Der gehen wir einmal nach. Eine Ehre, Streiterin. Ich bin Nako. Warst du schon mal draußen im Tal der Gefallenen? Ich glaube nicht. Warum? Was gibt's dort? Mein dummer kleiner Bruder. Das Tal ist ein Test für Ausdauer und Geschick für meinen Clan, die Tiefländer. Doch es ist seit Monaten geschlossen. Befehl der Kommandantin. Es gibt Berichte über merkwürdige Lichter unweit der Küste. Und in dem Gebiet wimmelt es von tödlichen Maschinen. Doch Dax, rücksichtslos und ungeschützt, ging dennoch hin. Akzeptiert ein Nein nicht. Hat zwei andere überredet, mit ihm zu gehen. Sie werden seit Tagen vermisst. Marschallin Ivira wurde gesandt, um sie rauszuholen. Merkwürdige Lichter, tödliche Maschinen und vermisste Soldaten. Klingt nach viel, selbst für eine Marschallin. Ich würde selbst gehen, bin aber auf Transportdienst. Ich versuche, deinen Bruder zu finden. Wo ist dieses Tal? Südlich von hier, Richtung Küste. Guck nach dem Kletterpfad bei den Klippen. Er markiert den Beginn des Tals. Wenn du meinen Bruder siehst, gib ihm einen Tritt dafür, dass er mir Sorgen macht. Okay, mach mal. Fest und toll. Das kann nichts Gutes sein. Ich sollte mir das angucken, wenn ich dort bin. Begeben wir uns einmal dahin und sind gespannt, was uns da erwartet. Und mal sehen, was wir auf dem Weg denn alles so finden werden. Da ist ein Unterstoff. Ja, Unterstoff. Und da ist noch ein Außenposten. Wir versuchen die einmal alle zu entdecken, damit wir dann bei Bedarf schnell hinterreisen können. Das ist dann, finde ich, ganz entspannt. Wollte eigentlich speichern. Ist schade, dass wir hiermit nicht weiter entfernt. Ich muss ihren Anführer loswerden. Vielleicht zieht sich der Rest dann zurück. Gleiten können. Ich hoffe, du siehst nichts da draußen. Komm und hol mich. Ach toll, das fängt ja schon mal gut an. Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe auch keinen. Also bitte kommt ein bisschen an die Schlucht. Oder Kante.
ist er. Da war sie. Oh, das ist nicht gut. Das sieht echt sehr tief. Wir brennen. Also generell ein bisschen. Uah! Hörst du auf, bitte? Das hat ja mal so gar nicht funktioniert mit Anschleichen und. Keine Munition. Dürfen wir gleich ganz, ganz viel sammeln. Wenn die Hälfte nicht trifft davon, das ist auch nicht sehr viel. So, da ist noch einer. Hui. Das ist ausbaufähig gewesen. Noch jemand, der. Wir gehen doch ein Stückchen weiter weg. Jetzt hat er einen Stein. Wobei, war ein bisschen größer als ein Stein. So, der ist weg. Der ist weg. Und... Noch einer? Reicht das nicht bald für euch? Ich dachte, die sind alle. Dieser Außenposten macht keinen Ärger mehr. Die waren nervig. Aber alle. Zusammen. Pfui. Ist hier vielleicht irgendwas drin, was wir einsammeln können? Muss noch ein bisschen was rumliegen. Von denen haben wir nichts. Machen, wie ich gedacht habe. Duka wird sie sehen wollen. So, wir... Also ich finde hier unten nichts. Deswegen... Ah, hier gibt es heute noch was. Sehr schön. Die Bären, die wir gerade gefunden haben, die haben schon viel Zeit erspart. Sehr gut. Und dann sind wir fertig, brauchen gar keine mehr suchen. Das ist schön. Verfolgen wir weiter die Mission. Wir wollen weiter Richtung Süden.
Wir gehen den Weg hier rauf, das andere ist, glaube ich. Das Feuer haben wir schon, dann ist das der nächste Weg, wo wir hinwollen. Schnell gespeichert. Ein Platz zum Ausruhen. Nicht gedacht, dass das schon funktioniert. Aber gut. Nein, das war das Richtige. Wir machen hier draußen eine Aufgabe, dass wir das dann nebenbei immer einsammeln können. Wo war das zweite Geräusch gerade her? Das fühlt sich an, als ob es hier in der Nähe ist. Ansonsten... Okay, das ist eine andere Mission. Ja, der wollen wir nachgehen. Das muss der Eingang zum Tal der Gefallenen sein. Marschallin Elira müsste hier irgendwo sein. Marschallin Evira, mit einer der vermissten Tenakt. Marschallin Evira, ich hörte, du wurdest zur Rettung der Tenakt gesandt, die ins Tal ging. Du musst eine von ihnen sein. Wo sind die anderen? Sie haben es nicht geschafft. Ich musste mehrere Maschinen besiegen, nur um Kenalla zu retten. Das Tal ist seit Monaten aus gutem Grund abgeriegelt. Es herrscht ein Andrang von Maschinen, als ob sie etwas angelockt hätte. Und dann diese merkwürdig glühenden Lichter an der Küste. Das Tal ist verflucht, wir hätten nicht reingehen sollen. Evira, du warst eine der Herausforderinnen bei der Kohlrut. Du hast die Balliste auf den Schlängelzahn gefeuert. Und du, die Streiterin, hast ihn besiegt. Hast den Häuptling gerettet. Die Wahrheit der Visionen enthüllt. Ich tat das alles nur, um zu helfen. Du hast ganz schön Eindruck hinterlassen. Von dem Blutbad abgesehen, war das der beste Tag meines Lebens. Ich wurde zur Marschallin und war Zeugin der Vision der Einheit. Du erwähntest merkwürdige Lichter in Küstennähe. Von einer Insel im Süden. Sie erschien eines Tages aus dem Nichts und zur gleichen Zeit kam die Maschine ins Tal. Außerdem gab es Berichte von einem Lichtstreifen, der am Himmel über der Insel auf und ab geht. Ich sah ihn in der vierten Nacht. Eine Flamme, die in den Himmel ging und in den Sternen verschwand. Kommt man irgendwie auf diese Insel? Nein. Die Strömung zwischen der Insel und der Küste ist zu stark. Du würdest ertrinken. Lichter auf einer Insel. Ob das etwas mit den Zeniths zu tun hat? Ich weiß davon gar nichts, aber vielleicht... Wenn das Tal so lange abgeriegelt war, warum seid ihr reingegangen? Wir wollten die Prüfung ablegen. Das Tal ist ein guter Test für Tieflandsoldaten. 10 Tage und Nächte überleben. Jede Maschine ausschalten, die im Weg ist. Dex hatte einen Plan. Wir erledigen jede Maschine, eine nach der anderen, und verdienen den Respekt des Clans. Doch am dritten Tag wurden wir von Iveka getrennt. Die Maschinen schnitten uns den Weg aus dem Tal ab. Als Marschallin Evira uns fand, waren wir verwundet und ohne Vorräte. Weitere Maschinen griffen uns auf der Flucht an. Dex war direkt hinter uns, aber
Er war nicht schnell genug. Viele Maschinen in einem Ort. Klingt schlimm. Ich sollte mir das ansehen. Vielleicht kann ich es beenden. Dann komme ich mit dir. Kämpfe an deiner Seite. Nein. Ich will mich erstmal umsehen. Glaub mir, das ist das Beste. Na schön, wenn du meinst. Wenn du im Tal bist, schau nach den großen Wasserfällen und die Klippe südlich des Metallteufels. Die Maschinen werden von diesen Orten angezogen. Okay, danke. Wir ruhen uns etwas aus und gehen dann zur Ärztin in Schlucht ran. Folge den Zehen, Aloy. So, wir wollen... Ich überlege gerade, wo wir lang wollen. Ich glaube, das hier ist gar nicht mal so verkehrt. Etwas lockt Maschinen in das Tal. Das wird nach einer Art Köder. Das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Grünglanz. Ich Glückspilz. Ein paar Monate unbenutzt und der Weg verlottert. Oder ist das Teil der Prüfung? Okay. Hat Angst, dass wir runterfallen. Hier gibt es sehr viele Ressourcen. Da scheint uns einiges zu erwarten. Ich hatte kurz Angst, dass sie runterfällt, aber Aloy macht das. Okay, ich sollte dem Pfad folgen. Aber die Brücke hält noch. Da geht's echt tief runter. Ja. Wir sollten schnell die Kleider ziehen, falls es passieren sollte, dass wir fallen, stürzen. Stein brauchen wir nicht. Wir haben ein paar, benutzen die recht selten. Ich überlege gerade, wo es weitergeht. Das nehme ich natürlich auch gern mit. Höher hinaufklettern. Das ist wirklich ein Test. Das alles. Na, gehen wir hier hin und da versuchen höher zu kommen, wobei das fühlt sich auch irgendwie komisch an. Ich meine nicht, dass das richtig ist. Ah. Hat ein Weilchen gedauert. Wieder fallen. Geschafft. Ich muss den Wasserfall und die Klippe südlich des Horus finden.
Evira sprach von tödlichen Maschinen, die in der Nähe sind. Gute Maschine. Und keine gute. Evira hätte die Maschine erledigen können, als sie Kenalla half zu entkommen. Ah, schön. Dreistellig die Zahl. Ein vierstellig. Noch ein Dreistellig war es ja vorher schon. Brauchte viele Treffer, um sie auszuschalten. Ich muss auf alles gefasst sein. Können wir sie durchsuchen? Nee, leider nicht. Hätte ich gerne gemacht. Ein toter Tenakt. Das muss Dex sein. Narkos Bruder. Speichern schnell. 200 und das hier ein Stückchen weiter weg, dann gehen wir erst zu 1. Das lassen wir mal so, wie es ist, falls wir irgendwas benötigen. Muss die Zenith-Basis sein. Sieht aus, als hätten sie ein Schild um den ganzen Ort. Klar, dass sie ihre Basis auf ihrer Privatinsel haben. Aber zurück zum aktuellen Problem. Ich muss die Gebiete überprüfen, die Evira erwähnte. Nahe des großen Wasserfalls und südlich des Horus auf dem Kamm. Halt, kennen wir das Tierchen schon? Hierfür gibt es etwas Besseres als Feuer. Hier ist noch irgendwas in der Nähe. Das hört sich wieder an, als ob es recht nah ist. Da ist der Wasserfall und Kindermaschine. Versprochen. Wenn ich recht habe, wenn es hier irgendwo ein Köder ist, findet man Fokus ihn vielleicht. Na? Ist leider abgehauen, der kleine Kerl. Abgetrennt. Okay, gleich zweimal, weil einmal verdrücken nicht reicht. Wow! Der kam aber an. Zügig. Der letzte Schuss. Und das war dann der finale Schuss. So. Sehr schön. Das Gebiet ist sicher. Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Köder gibt. Das brauchen wir nicht. Noch ein anderes Tierchen, was wir erledigt haben. Das war es jetzt nicht. Ich dachte, es hat irgendetwas für uns. Hat es aber auch nicht. Ein Maschinenköder. Dachte ich mir doch. Aber dieser hier sieht entwickelter aus. Nach Zenith-Technologie. Das sollte ich mir näher ansehen. Okay, mal sehen, ob ich das Ding ausschalten kann. Die Daten hier sehen nach Protokoll aus. Von etwas namens De Julius. Eine Zenith-KI? Da steht lokalen Abschaum ausgelöscht. Wurden also Maschinen angelockt, um Eindringlinge zu töten?
Zumindest ist der Köder jetzt abgeschaltet. Ich sollte zur Klippe südlich des Horus aufbrechen. Dort ist vielleicht ein weiterer Köder. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Okay. Machen wir an dieser Stelle Schluss und beim nächsten Mal geht es dann genau hier weiter. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Das wird dann auch sein.